Sie sind hier, 4. September 2018, 15.12 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern die SG Flensburg Handewe trifft am 3. Spieltag auf die Füchse Berlin Urheberrecht Getty Images am 3. Spieltag der Handball-Bundesliga treffen sich die Füchse Berlin und Flensburg zum Spitzenspiel. Kiel präsentiert sich gegen Lemgo erstmals den Heimfans. Hochbetrieb in der Handball-Bundesliga. Nur gut zwei Wochen nach dem Saisonstart steht bereits die erste englische Woche auf dem Programm. Und der 3. Spieltag wartet schon am Dienstag mit einem echten Spitzenspiel auf, wenn der deutsche Meister SG Flensburg Handewe bei den Füchsen Berlin ab 19 Uhr im Live-Ticker Füchse Berlin, Flensburg gefordert ist. Handball-Bundesliga, Topspiel Berlin vs. Flensburg. Vor allem für die Gastgeber hat die Partie schon wegweisende Bedeutung, schließlich leistete sich die Mannschaft von Trainer Velimir Petkovic bereits zum Saisonauftakt in Göppingen einen überraschenden Ausrutscher. Und auch beim Heimauftakt gegen Minden am vergangenen Donnerstag ließen die Füchse noch einige Fragen zur aktuellen Form offen und gewannen nur knapp mit 29:27. Flensburg hielt sich gegen dieselben Gegner wie die Füchse nach der deutlichen Pleite im Supercup gegen die Rhein-Neckar-Löwen im Liga-Alltag dagegen noch schadlos. Gegen Minden hatte die SG ebenfalls Mühe und siegte auswärts nur knapp mit 31:28, ehe sie zu Hause Göppingen gnadenlos mit 26:15 abfertigte und mit 4:0 Punkten aktuell die Tabelle anführt. Service, die Tabelle der Handball-Bundesliga, Kiel feiert Heimdebüt gegen Lemgo ebenfalls am Dienstag, präsentiert sich Rekordmeister THW Kiel erstmals in dieser Spielzeit den heimischen Fans. Das Team von Coach Alfred Gislason bekommt es mit dem TBV Lemgo Lippe ab 19 Uhr im Live-Ticker zu tun. Außerdem tritt der ebenfalls noch verlustpunktfreie SC Magdeburg bei der HSG Wetzlar an, während der SC die HFK Leipzig im Kellerduell das noch sieglose Schlusslicht SG BBM Bietigheim empfängt. Service D3. Spieltag im Überblick, Rhein-Neckar-Löwen sinnen auf Revanche. Am Mittwoch dürfen sich die Handballfans dann auf eine Partie mit besonderer Brisanz freuen, wenn Pokalsieger Rhein-Neckar-Löwen die MT Melsungen ab 19 Uhr im Live-Ticker zu Gast hat. Schließlich wurden die Hessen in der Vorsaison für die Mannheimer zum Partycrasher, als sie im Saisonendspurt durch den 24:23 Erfolg in der Sub-Arena den zuvor klar auf Meisterkurs liegenden Löwen den Titel K.O. verpassten. Der dritte Spieltag der Handball-Bundesliga im Überblick. THW Kiel, TBV Lemgo Füchse Berlin, SG Flensburg, Handewe, Wetzlar, SC Magdeburg, TOV Leipzig, SG BBM Bietigheim, alle Dienstag, 19 Uhr, Rhein-Neckar-Löwen, MT Melsungen, Fahrgöppingen, TSV Hannover, Burgdorf, VGWD Minden, die Eulen Ludwigshafen, Bergischer HC, HC Erlangen, alle Mittwoch, 19 Uhr, so können Sie den 3. Spieltag der Handball-Bundesliga live verfolgen. TV Sky Livestream, Sky Go Live Ticker, sport1.de. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bergen.